Ja, und somit herzlich willkommen zu die unglaublichen Abenteuer des Leisure Suit Larry, also des Freizeitanzug Larrys. Ja, und zwar, wie ihr seht, gibt es insgesamt 6 Larry-Teile, also ich sage jetzt mal offizielle Larry-Teile. Es gibt natürlich noch Remakes und da gibt es noch eine, ja, wie nennt man das, dass da Larry Magna Cum Laude und so mit irgendwie dem Neffen von Larry, aber das ist nicht mehr so ganz das Original hier, das Original Larry, wie er sich entwickelt hat, vom ersten Spiel aus dem Jahr 1987 bis ins Jahr 1996. Ich möchte noch was dazu sagen, also Larry wurde von Al Lowe erfunden, und zwar hat der Al Lowe für die Firma Sierra Online gearbeitet und hat dort Disney-Spiele entwickelt, doch die Firma Sierra verlor dann die Lizenz für Disney-Spiele und ja, um sich quasi selber wieder zu beschäftigen, hat dann Al Lowe Sierra vorgeschlagen, man könnte ja ein Remake des Spiels Soft Porn machen, und das Spiel Soft Porn wiederum, das ist 1981 erschienen. Und zwar ist eigentlich Soft Porn, also es ist rein textbasiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht auch mal noch spielen soll. Wäre vielleicht noch eine Idee. Allerdings werde ich das nicht gleich jetzt machen, da das schon ziemlich die Handlung von Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards, also dem ersten Larry-Spiel, spoilern würde, weil es im Prinzip genau dasselbe. Auf jeden Fall wollte da das ein Remake machen, das hat er dann auch gemacht, und somit wurde der Larry geboren, Larry 1, dann gab es noch Larry 2, Larry 3, und ja, Larry 4 gab es nicht, und zwar hat man den Al Lowe immer wieder gefragt, du Al Lowe, wann kommt endlich Larry 4, wann kommt Larry 4, und da hat er gesagt, na, es gibt keinen Larry 4 mehr, und ja, aber schlussendlich hat man sich dann doch entschieden, dass man die Larry-Reihe fortsetzt, und zwar hat man 1991 ein Remake gemacht von Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards. Und dann hat man dann einfach mit Larry 5 weitergemacht, weil Al Lowe hat ja gesagt, es gibt keinen Larry 4, also gab es keinen Larry 4, oder? Und Larry 5 und dann noch Larry 6. Und dann noch Leisure Suit Larry Love for Sale, und damit wurde die Larry-Reihe eigentlich abgeschlossen. Es gab dann noch das wurde in Larry Love for Sale wurde das angekündigt. Leisure Suit Larry Lust in Space, also nicht Lost in Space, sondern Lust in Space, also Lust im Weltraum, oder auch Larry Explores Uranus, also Larry untersucht den Uranus, oder auch Uranus, wie man es aussprechen will, aber das erschien dann einfach nicht mehr, weil Sierra Online wollte keine Adventure-Spiele mehr machen, und so gab es mit Larry 8 gab es dann halt einfach nicht mehr. Und ja, ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte jetzt die ganze Larry-Reihe, also Larry 1 bis Larry 6 und dann auch noch natürlich noch Larry Leisure Suit Larry Love for Sale, werde die alle durchspielen. Warum? Weil es gibt ja doch schon für die einzelnen Spiele gibt's Let's Plays. Ja, es gibt für die einzelnen Spiele Let's Plays, aber allerdings habe ich gesehen, die sind teilweise nicht auf 100%, und finde ich eigentlich schade. Ich möchte ja nicht jedes Spiel, das ich spiele, spiele ich immer auf 100%, und deshalb werde ich das nachholen. Und es gibt auch keine geschlossene Reihe, also es hat auch niemand, also deutschsprachig auf jeden Fall, alle Larry-Teile durchgespielt. Und das werde ich jetzt noch nachholen. Ich werde bei Larry 1 werde ich nicht das Original von 1987 spielen,
sondern das Remake von 1991. Und der Grund ist der, im Prinzip müsste ich ja beide spielen, oder? Und auch noch das Original von 1981, also Softporn. Das Problem ist allerdings, dass, ja, es ist im Prinzip dann, natürlich habe ich mich selber gespoilert, oder? Weil wenn ich das, weil die Handlung ist gleich, oder? Und wenn ich da auswählen kann, dann mache ich das gleich wie bei Police Quest. Dort habe ich ja auch nicht das Original gespielt, sondern auch das VGA Remake. So, jetzt aber genug Informationen zu der Larry-Reihe und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der nächsten Folge, Entschuldigung, wo wir dann auch gleich mit Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards starten werden. Und tschüss!